Ja, heute Morgen darf ich Sie ganz herzlich begrüßen. Nicht wie sonst vielleicht gewohnt die Kollegin Fasterling, die ist nämlich in ihrem wohlverdienten Urlaub seit heute. Und von daher habe ich heute das Vergnügen, zum einen hier so ein bisschen die Moderation vorab zu machen. Es ist jetzt auch schon tatsächlich ja, 8:30, sodass wir eigentlich, dass wir starten können mit unserem heutigen Thema, dem Referentenentwurf zur Änderung des Arbeitszeitgesetzes. Wo kommen wir her? Das Bundesarbeitsgericht hat ja im Nachgang zu dem bekannten Urteil des Europäischen Gerichtshofes am 13.09.2022 einen Beschluss gefasst, wonach die Arbeitgeber verpflichtet sind, ein System einzuführen und auch zu verwenden, mit dem Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit und damit eben die gesamte Dauer der Arbeitszeit einschließlich der Überstunden der Beschäftigten erfasst werden muss. Den Beschluss hatte ich Ihnen schon einmal in unserer 50. Folge von Arbeitsrecht am Morgen ein bisschen näher vorgestellt und erläutert. Und nun liegt inzwischen ein Referentenentwurf des Ministeriums für Arbeit und Soziales vor, mit dem das Arbeitszeitgesetz und auch einige andere Vorschriften geändert werden soll. Der Entwurf datiert vom 18.04.2023. Und ich möchte heute versuchen, so einige Fragen, die sich ergeben haben, schon von Ihnen oder die man sich eben einfach zusammen auch stellen kann, vielleicht zu beantworten anhand dessen, was bisher vorliegt, was zum Teil auch in der Literatur schon dazu geschrieben worden ist, womit wir also zu rechnen haben, wenn dieses Gesetz dann in Kraft tritt, wo die Reise hingeht und was vielleicht aber auch noch oder hoffentlich vielleicht auch noch geändert wird an diesem Entwurf. Zunächst mal gleich die erste Frage, wo befinden sich die geplanten Neuregelungen? Der Gesetzgeber sieht also vor, dass der bisherige § 16 des Arbeitszeitgesetzes, dass der geändert werden soll und um einige Absätze ergänzt werden soll. Bisher kennen Sie den § 16 schon dahingehend, dass dort geregelt war, dass die Arbeitgeber eben die arbeitstäglich über 8 Stunden hinausgehende Arbeitszeit aufzuzeichnen haben. Und hier sieht der Entwurf jetzt eine umfassende Regelung zu der Art und Weise der Erfassung sämtlicher Arbeitszeiten vor. Darüber hinaus sollen im § 22 Arbeitszeitgesetz neue Regelungen zu den Bußgeldtatbeständen aufgenommen werden. Und analog zum Arbeitszeitgesetz ist auch eine Anpassung des Jugendarbeitsschutzgesetzes vorgesehen. Was und wie soll erfasst werden? Gemäß § 16 Absatz 2 des Referentenentwurfs ist der Arbeitgeber verpflichtet, Beginn, Ende und die Dauer der täglichen Arbeitszeit der Arbeitnehmer am Tag der Arbeitsleistung elektronisch aufzuzeichnen. Ja. Also Beginn, Ende und Dauer kennen wir schon aus dem Beschluss des Bundesarbeitsgerichtes. Was jetzt aber neu hinzugekommen ist und quasi das Ganze nochmal verschärft ist, dass diese Aufzeichnung am Tag der Arbeitsleistung erfolgen muss und das elektronisch aufzuzeichnen ist. Ja, diese Vorgaben sind also neu und weder BAG noch EuGH haben das so vorgeschrieben. Der Gesetzgeber allerdings sagt, es soll jetzt eben auf diese Art und Weise geschehen. Es fragt sich also, was bedeutet denn elektronische Erfassung? Ja, insoweit schreibt der Entwurf eine bestimmte Art der elektronischen Aufzeichnung nicht vor. Ja, und nach der Begründung zu diesem Entwurf kommen neben ganz gebräuchlichen Zeiterfassungsgeräten insbesondere auch andere Formen der elektronischen Aufzeichnungen, wie zum Beispiel Apps auf einem Mobiltelefon oder aber auch die Nutzung herkömmlicher Tabellenkalkulationsprogramme, wie zum Beispiel Excel in Betracht. Ja, das heißt, auch die Erfassung in Excel dürfte möglich sein und ist dann auch so lange elektronisch, solange es nicht ausgedruckt wird. Ja. So möglich, und das ist zumindest ein kleiner Hoffnungsschimmer, finde ich, da ist was Positives auch, was dem Entwurf, der sonst eben auch viel Verschärfung enthält,
möglichst soll nach der Begründung auch eine kollektive Arbeitszeiterfassung sein, durch Nutzung und Auswertung elektronischer Schichtpläne. Allerdings gilt das nur unter der Voraussetzung, dass sich aus dem Schichtplan für die Einzelarbeitnehmerinnen und Einzelarbeitnehmer Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit exakt ableiten lassen und dass Abweichungen von den im Schichtplan festgelegten Arbeitszeiten wie Urlaub, Fehlzeiten oder zusätzliche Arbeitszeiten gesondert elektronisch erfasst werden. Wenn das aber gewährleistet ist, dann eben soll es möglich sein, auch über elektronische Schichtpläne diese elektronische Erfassung darzustellen. So, was bedeutet in dem Zusammenhang tagesaktuelle Erfassung? Der Entwurf begründet die tagesaktuelle Erfassung damit, dass er sagt, es sei erforderlich, um eine objektive und verlässliche Aufzeichnung zu gewährleisten. Die Vorgabe soll allerdings eine spätere Korrektur einer Fehlbuchung oder einer versäumten Buchung nicht ausschließen. Diese soll allerdings möglichst zeitnah erfolgen. Wenn man jetzt sich streng an den Wortlaut hält, bedeutet das unter anderem, dass derjenige, der zum Beispiel in einer Nachtschicht arbeitet, die sich über 2 Kalendertage erstreckt, eigentlich an beiden Tagen gesondert seine Arbeit erfassen müsste und eine nur schichtweise Erfassung nicht genügen würde, weil die nur tagesaktuell ist. Das geht schon jetzt ein bisschen sehr ins Detail. Da muss man mal gucken, ob es dabei tatsächlich bleibt. Da werde ich später nochmal zu kommen, dass man wirklich sagt, es muss tagesaktuell erfasst werden. Ja, ich hatte schon erwähnt, dass der Gesetzesentwurf, soweit er eben eine tagesaktuelle und elektronische Aufzeichnung verlangt, deutlich über die von EuGH und BAG formulierten Vorgaben hinausgeht. So, sind Pausenzeiten gesondert aufzuzeichnen? Das ist, ja, ich habe mal gerade eine gute Frage, ist auch eine schwierige Frage, die in der Literatur durchaus kontrovers diskutiert wird, denn der Entwurf selbst sieht nur vor, dass Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit aufgezeichnet werden müsste. Das heißt, Pausenzeiten sind dort nicht ausdrücklich genannt, sodass man rein vom Wortlaut erstmal sagen müsste, dass die Pausenzeiten nicht gesondert einzeln zu erfassen sind. Auf der anderen Seite muss sich aber die Dauer der täglichen Arbeitszeit erfassen. Das heißt, dass zumindest die gesamte Länge aller Pausen am Arbeitstag anhand der aufzuzeichnenden Zeitdaten ermittelt werden müssten, um die Dauer der Arbeitszeit bestimmen zu können. Denn wie soll das sonst gehen? Was allerdings eben wahrscheinlich, oder was sich nicht wird überprüfen lassen, ist, ob die gesetzlich vorgeschriebene Lage der Pausenzeiten, nämlich spätestens nach 6 Stunden Arbeitszeit und deren Mindestlänge von 15 Minuten, ob die eingehalten wurde. Ja, insoweit ist das also die Frage, ob da nicht möglicherweise auch noch mal so ein bisschen nachgebessert wird und das vielleicht noch klarer formuliert wird. Aber das, was der Wortlaut, was der Entwurf und die Begründung bisher hergeben, denke ich, habe ich hier einmal suffizient zusammengefasst. Ja, viel mehr kann man dazu noch nicht sagen. Also glücklich ist die Formulierung sicherlich nicht. Ich war auch neulich in einer Veranstaltung, wo eine Richterin des BAG, die an dem entsprechenden Beschluss beteiligt war und diesen mitverfasst hat, die darauf durchaus auch ausdrücklich gesagt hat, dass auch das BAG sich bewusst nicht zu diesen Pausen geäußert hat, weil man sich selbst auch im dortigen Senat eben nicht sicher war, ob der EuGH die Pausenzeiten mit einbeziehen wollte oder nicht. Ja, und von daher kommt es möglicherweise auch nochmal zu einem Vorlageverfahren beim EuGH, wo auch über diese Frage noch einmal entschieden werden muss. Ja. So, welche Aufbewahrungsfristen gelten denn? Nach Absatz 2 des Rentenentwurfs ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Arbeitszeitnachweise für mindestens 2 Jahre aufzubewahren. Wenn der Schichtplan als Arbeitszeitnachweis verwendet wird, sind nach der Begründung der Schichtplan selbst und die Aufzeichnung der Abweichung ebenfalls 2 Jahre aufzubewahren. Und was auch neu ist, der Arbeitgeber muss nach § 16 Absatz 5 des Referentenentwurfs
die Beschäftigten auf deren Verlangen hin in Papierform oder durch die Überlassung einer elektronischen Kopie über die aufgezeichnete Arbeitszeit informieren. Und der Arbeitgeber kann den Vorgaben auch dadurch entsprechen, dass die Beschäftigten, die sie betreffen, elektronischen Aufzeichnungen selbst einsehen und dann ihrerseits Kopien fertigen können. Okay, wer muss bzw. darf die Arbeitszeit erfassen? Grundsätzlich ist die Arbeitszeit vom Arbeitgeber zu erfassen. Es bleibt aber eine Delegation möglich. 16 Absatz 3 des Referentenentwurfs. So kann die Aufzeichnung zum Beispiel durch die Beschäftigten selbst erfolgen. Der Arbeitgeber kann aber auch Dritte, wie Vorgesetzte der Beschäftigten oder zum Beispiel im Fall von Arbeitnehmerüberlassung, den Entleiher mit der Aufzeichnung beauftragen. Gleichwohl bleibt natürlich der Arbeitgeber für die ordnungsgemäße Aufzeichnung weiterhin verantwortlich. Gegebenenfalls hat er die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch zur ordnungsgemäßen Führung der Aufzeichnungen anzuleiten. So, gelten diese Regelungen für alle Arbeitgeber oder gibt es Ausnahmen? Ja, die schlechte Nachricht ist, die Pflicht zur vollständigen Arbeitszeiterfassung gilt ohne Ausnahme für jede Unternehmensgröße. Der Entwurf sieht gestaffelte Übergangsfristen für größere, mittlere und kleine Unternehmen vor. Diese beziehen sich aber ausschließlich auf die Möglichkeit, dass man zunächst für einen begrenzten Zeitraum händisch, das heißt auch in nicht elektronischer Form, aufzeichnen darf. Für Arbeitgeber, die nicht mehr als 10 Arbeitnehmer beschäftigen, gilt die Verpflichtung zur Erfassung in elektronischer Form nicht. Für alle anderen Arbeitgeber gelten hinsichtlich der Form, ja, nicht hinsichtlich des Zeitpunktes, sondern nur der elektronischen Form folgende Übergangsvorschriften, habe ich Ihnen ja einmal kurz zusammengestellt. Für Arbeitgeber mit 11 bis 49 Beschäftigten eine lange Mindestübergangsfrist von 5 Jahren, bis sie elektronisch erfassen müssen. Für Arbeitgeber mit 50 bis 249 Beschäftigten eine Mindestübergangszeit von 2 Jahren und ab 250 Beschäftigten eine Mindestübergangszeit von 1 Jahr. Ja, sodass man zumindest noch ein bisschen Zeit hat, sich darauf einzustellen und zu überlegen, welches dann vielleicht die geeignete Software ist, die man sich da anschaffen will. So, welche Arbeitnehmer sind betroffen? Dies ergibt sich aus dem Anwendungsbereich des Arbeitszeitgesetzes, wo ja die Neuregelungen verortet sind. Es gilt also für alle Arbeitnehmer im Sinne des Arbeitszeitgesetzes, sowie die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten. Zu Letzteren gehören natürlich Auszubildende, erfasst werden vom Arbeitszeitgesetz, aber darüber hinaus auch Beschäftigungsverhältnisse, die weder Ausbildungs- noch Arbeitsverhältnisse sind. So die Begründung der Bundestagsdrucksache 12/5888, das heißt unter anderem auch Praktikanten und Volontäre. Das Arbeitszeitgesetz findet nach seinem Paragraph 18, der so bestehen bleibt, allerdings keine Anwendung auf die, ja, ich sag mal, echten leitenden Angestellten, sowie auf Chefärzte und Leiter von öffentlichen Dienststellen, deren Vertreter sowie Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst, die selbstständig in Personalangelegenheiten entscheiden dürfen, sodass diese auch nicht von der Aufzeichnungspflicht erfasst werden. Der Hinweis auf die echten leitenden Angestellten deshalb, weil sie werden es alle wissen, dass die Voraussetzungen, um wirklich von einem leitenden Angestellten des Betriebsverfassungsgesetzes ausgehen zu können, sind die Hürden ja doch recht hoch. Ja. So, ein weiteres spannendes Thema: Gibt es noch Vertrauensarbeitszeit? So, darauf würde Ihnen ein Jurist wie so oft antworten: Es kommt darauf an. In dem Fall vielleicht, was versteht man unter Vertrauensarbeitszeit? Ich kenne Vertrauensarbeitszeit eigentlich so und möglicherweise die Mehrheit von Ihnen auch, dass bei der Vertrauensarbeitszeit die Arbeitsleistung im Vordergrund steht und eben nicht die Zeit und eben diese Vertrauensarbeitszeit auch nicht erfasst wird. Und diese Form der Vertrauensarbeitszeit ohne Zeiterfassung wird nach dem Referentenentwurf nicht mehr möglich sein. Ja. Allerdings geht der Referentenentwurf eben von einem anderen Verständnis der Vertrauensarbeitszeit
aus und Arbeitszeitaufzeichnung und Vertrauensarbeitszeit schließen sich nicht aus. Na, das ist der neue § 16 Absatz 4 des Referentenentwurfs. Danach kann der Arbeitgeber auf die Kontrolle der vertraglichen vereinbarten Arbeitszeit verzichten. Der Arbeitnehmer bleibt aber zur Aufzeichnung verpflichtet. Der Arbeitgeber hat in diesem Fall sicherzustellen, dass ihm Verstöße gegen die gesetzlichen Bestimmungen zur Dauer und Lage der Arbeitszeit und der Ruhezeiten bekannt werden. So, das heißt, der Arbeitnehmer muss dann weiterhin aufzeichnen. Der Arbeitgeber muss dies nicht kontrollieren, kann das aber möglicherweise, er muss es aber nicht. Er muss aber in jedem Fall dafür sorgen, dass eine entsprechende Meldung eines elektronischen Arbeitszeiterfassungssystems zum Beispiel erfolgt, damit er informiert wird, wenn Verstöße gegen die gesetzlichen Bestimmungen passieren. Ja, wie das praktikabel ist, weiß ich auch noch nicht. Da muss man mal sehen, vielleicht, was sich da für Möglichkeiten auftun. Oder, aber das ist so ein bisschen die Vertrauensarbeitszeit, wie man sie eigentlich kennt, wird so nicht mehr möglich sein, sondern Zeiterfassung ist unabdingbar. So, gibt es Ausnahmen für mobile Arbeit oder nein? Ist da ganz klar die Antwort, es sind keine Ausnahmen für mobile Arbeit, Homeoffice oder Ähnliches vorgesehen. Das Gesetz gilt ohne Zweifel auch für diese Arbeitsplätze, jedenfalls soweit sie sich im Inland befinden. So, ja, das ist noch eine kleine eher persönliche Bemerkung, das ist eben schade von mir, dass damit der Wunsch der Quarte, glaube ich, auch nicht eben von den Arbeitgebern, sondern auch von vielen Beschäftigten herrscht, flexibel zu arbeiten und Arbeit und Beruf gut in Einklang bringen zu können, wird aufgrund der ausnahmslosen Aufzeichnungspflicht auf jeden Fall relativ schwer zu realisieren sein. So, gibt es Abweichungsmöglichkeiten? Ja, allerdings nur für tarifgebundene Unternehmen. Ja, wenn in einem Tarifvertrag oder aufgrund eines Tarifvertrages, weil der das mit einer entsprechenden Öffnungsklausel zulässt, in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung, können folgende Abweichungen vereinbart werden. Zum einen kann vereinbart werden, dass von der elektronischen Form abgewichen wird. Zum anderen kann vom Aufzeichnungszeitpunkt abgewichen werden bis zu einem Zeitraum von 7 Tagen. Ja, das heißt nicht mehr tagesaktuell, sondern bis zu 7 Tage kann ich eventuell abweichen. Und ich kann abweichen für Beschäftigte, bei denen die gesamte Arbeitszeit wegen der besonderen Merkmale der ausgeübten Tätigkeit nicht gemessen oder nicht im Voraus festgelegt wird oder von den Beschäftigten selbst festgelegt werden kann. So, allerdings ist hier, besteht die Möglichkeit eben leider nicht, dass individuelle Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten getroffen werden können. Es ist auch nicht möglich, dass kollektive Regelungen zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber getroffen werden, wenn der Arbeitgeber nicht tarifgebunden ist. Ja, auch hier wird kritisch diskutiert, ob diese Ausnahme so wohl rechtmäßig sein kann, dass eben die nicht tarifgebundenen Betriebe tatsächlich überhaupt keine Möglichkeit haben, auch durch den Bezugnahme des Tarifvertrages insgesamt eventuell, wie man das aus 7 Absatz 3 vielleicht auch des Arbeitszeitgesetzes ja kennt, dass diese Ausnahme hier nicht vorgesehen ist, weil diese Möglichkeit, insoweit wird sich, wenn es dabei bleiben sollte, eventuell sogar nochmal das Bundesverfassungsgericht damit beschäftigen müssen, ob man das so machen kann, um sicherlich natürlich hier die Tarifautonomie zu stärken, aber doch in einer sehr, sehr starken, harten Form. So, welche Sanktionen drohen bei Verstößen? Es erfolgt eine Anpassung von § 22 des Arbeitszeitgesetzes, entsprechend der Neufassung des § 16. Danach handelt künftig auch ordnungswidrig, wer als Arbeitgeber vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 16 Absatz 2 die Aufzeichnung entweder nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise, nicht rechtzeitig erstellt oder auch wer sie nicht vollständig oder nicht mindestens 2 Jahre aufbewahrt oder entgegen den neuen Absatz 6 Aufzeichnungen nicht vollständig oder nicht für die vorgeschriebene Dauer bereithält. Oder aber
in § 16 Absatz 5 nicht über die aufgezeichnete Arbeitszeit informiert oder keine Kopie zur Verfügung stellt. In diesen Fällen drohen also künftig dann auch Bußgelder bis zu 30.000 Euro. So, welche Rechte hat der Betriebsrat? Hier hat sich eigentlich nichts geändert, wie es auch vorher war, beziehungsweise nach dem Beschluss des BAG insbesondere ja auch, dass man sagte, der Betriebsrat hat sicherlich kein Initiativrecht zur Einführung eines Systems zur Arbeitszeiterfassung, denn das ist ja jetzt klar geregelt in § 16, das ist gesetzlich vorgegeben. Ihm steht allerdings ein Mitbestimmungsrecht hinsichtlich einer vom Arbeitgeber vorgesehenen Einführung eines elektronischen Systems zur Arbeitszeiterfassung zu. Und ihm steht natürlich auch ein Einsichtnahmerecht in die Aufzeichnungen über die Arbeitszeit zu nach 80 Absatz 2 Betriebsverfassungsgesetz. So, wann wird das Gesetz in Kraft treten? Wenn es denn irgendwann soweit ist, dass man sich einig ist und es eine Mehrheit findet und verkündet wird, dann soll es am ersten Tag des auf die Verkündung folgenden Quartals in Kraft treten. Im Augenblick, das komme ich gleich noch zu, wird ja noch ein bisschen darüber diskutiert. Aber das heißt, wenn es jetzt so sein sollte, dass es vielleicht sogar noch im nächsten Quartal, das heißt bis Ende September irgendwann verkündet werden sollte, würde es am 1. Oktober in Kraft treten. Wenn es aber vielleicht auch noch ein bisschen dauert und noch ein bisschen länger gesprochen wird und es erst im Oktober, November oder Dezember verkündet werden sollte, dann würde es zum 1. Januar 2024 in Kraft treten. So, was sollten oder können Arbeitgeber jetzt tun? Ja, ich sage es schon, es handelt sich um einen ersten Entwurf und wahrscheinlich wird das Gesetz eben auch nicht genau in der Form verabschiedet werden, wie es jetzt vorliegt in Form des Referentenentwurfs. Aber eine gewisse Richtung ist, meine ich, deutlich erkennbar. Und es gibt natürlich auch die Vorgaben des EuGH und des BAG. Ja, deswegen können wir Ihnen als Unternehmen eigentlich nur empfehlen, Ihre Arbeitszeitmodelle unter Compliance-Gesichtspunkten noch einmal kritisch anzuschauen, zu überprüfen und gegebenenfalls auch anzupassen. Ja, wo könnten Arbeitszeitverstöße vielleicht häufiger oder regelmäßiger anfallen oder tun das schon? Und wie können Sie die Arbeitszeitmodelle gegebenenfalls so umgestalten, dass Arbeitszeitspitzen, soweit es geht, vermieden oder abgebaut werden, ohne die Effizienz zu beeinträchtigen? Denn klar ist, mit Inkrafttreten des Gesetzes wird sich das Aufdeckungsrisiko bei Arbeitszeitverstößen deutlich erhöhen, weil die Arbeitsschutzbehörden, aber auch die Sozialversicherungsträger und auch der Zoll aufgrund dieser umfassenden Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten natürlich erleichtert kontrollieren können. So, wie ist der Entwurf zu bewerten? Ja, insoweit hat die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, die BDA, zu Recht festgestellt, dass der Entwurf zum einen lediglich neue Regulierungen enthält, die im Koalitionsvertrag angekündigten Flexibilisierungen zu Höchstarbeitszeit und zu Ruhezeiten leider nicht im Entwurf wiederzufinden sind. Danach ist er möglicherweise sogar nicht geeignet, den Koalitionsvertrag zu erfüllen und muss vielleicht auch in der Koalition dann noch einmal diskutiert werden. Eine Formfreiheit der Arbeitszeiterfassung, wie von EuGH und BAG eingeräumt, wird nicht gewährleistet, da eben die elektronische Aufzeichnung vorgeschrieben wird. Auch die taggenaue Aufzeichnung, hatten wir schon besprochen, ist ebenfalls weder vom EuGH noch vom BAG vorgesehen und ist in dem Fall noch strenger als die Vorgaben des Mindestlohngesetzes, wo ich ja zumindest 7 Tage Zeit habe für die Aufzeichnung. Also geht man mal darüber hinaus. Die Delegation der Arbeitszeiterfassung entspricht der bisherigen Rechtsprechung. Genau, dass die Erfassungspflicht im Arbeitszeitgesetz verordnet wird, ist richtig und damit wird auch ein Rückgriff auf das Arbeitsschutzgesetz im Zweifel ausgeschlossen sein. Und die Ausnahmevorschrift der Paragraphen 18 fortgehende Arbeitszeitgesetz ist nur für leitende Angestellte zum Beispiel bleiben unangetastet. So, dann noch ein ganz kurzer Ausblick, wie geht es weiter im Gesetzgebungsverfahren? Wir haben vielleicht mitbekommen, dass der Bundestag am 26. Mai über einen Antrag der CDU-CSU-Fraktion
beraten hat, der den Titel Arbeitszeiterfassung bürokratiearm ausgestalten, mehr flexibles Arbeiten ermöglichen. Und der Antrag hat im Prinzip so 7 Kernforderungen, die dahin gehen, dass die Spielräume eben vollständig ausgenutzt werden sollen, die die Europäische Arbeitszeitrichtlinie den Mitgliedstaaten noch lässt, um flexible Arbeitszeiten und deren Erfassung zu regeln. Insbesondere geht es da zum Beispiel eben auch um vielleicht wöchentliche Höchstarbeitszeiten statt tägliche Höchstarbeitszeiten und Ähnliches. Also auf jeden Fall glaube ich, dass es spannend sein wird, hier den weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens zu verfolgen, weil da sicherlich noch die eine oder andere spannende Diskussion aufkommen wird und vielleicht sind auch noch die eine oder andere nicht ganz unbedeutende Änderung des Entwurfs ergeben wird. Ja. Wir werden Sie natürlich immer gerne weiter auf dem Laufenden halten, wie es sich entwickelt und Sie über alle wichtigen Änderungen und natürlich dann spätestens, wenn es irgendwann verkündet wird und in Kraft treten soll, das Gesetz informieren. So, ich habe Ihnen hoffentlich einen kurzen Überblick geben können, was da auf uns zukommt, was der Referentenentwurf regelt, was vielleicht auch noch nicht eindeutig. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe natürlich gerne noch für eventuelle Fragen im Nachgang zur Verfügung. Vielen Dank. Ja, wenn es sonst keine weiteren Fragen geben sollte, dann würde ich noch einmal darauf hinweisen, eine Folge haben wir noch in 2 Wochen von Arbeitsrecht am Morgen, bevor wir dann in die Sommerpause gehen. Da bist du, glaube ich, an der Reihe, Beate. Magst du uns schon einmal verraten, worum es gehen wird? Ja, kann ich gerne machen. Du hast völlig recht. Am 29. ist das, glaube ich. Ne? Ja, 29. Juni werde ich noch eine Folge machen. Und da wird es mal ums Betriebsverfassungsrecht gehen, genauer um Betriebsratsanhörung. Und ich will mal so Fehler, die man bei Betriebsratsanhörungen unbedingt vermeiden sollte, weil die auf jeden Fall die Betriebsratsanhörung unwirksam machen würden, würde ich gerne vorstellen. Es gibt ein neues Urteil zum Bundesarbeitsgericht. Da geht es um Fehler bei den Sozialdaten. Aber es gab ja auch in den letzten Jahren doch einige Urteile zu fehlerhaften Betriebsratsanhörungen und die würde ich gerne mal so ein bisschen vorstellen. Okay, gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie dabei waren und wünsche Ihnen einen guten Start in diesen Donnerstag. Bis demnächst. Tschüss.